Und es ist Yaguzo wieder und er sagt Hallo zum dritten Teil des Videos mit den epischen Angriffen. Wieder richtig geiles Zeug dabei. Gönnt's euch nach dem Intro. Bis dann. Loot für den Guzua und Guzua mit Doppel-R geschrieben. Da gibt's auf den Arsch. Nein, ist doch vollkommen in Ordnung. Oh, so oft, wie ich mich vertippe. Besonders, wenn ich auf dem Samsung-Handy spiele. Product Placement. Ja, ich habe einen Samsung X-Cover 2. Aber wiederum kann ich nur sagen, es hat ein Drecksteil. Das ist mein Arbeitshandy, das habe ich von der Firma. Aber es ist halt einfach mal ein zweites Device und somit halt eben zwei Accounts halt möglich. Und das ist natürlich dann ziemlich geil, ganz klar. Aber im Bereich Product Placement will ich auch bald was machen. Und wie gesagt, da bin ich eben auch wirklich ganz ehrlich, ich blende das dann irgendwie ein mit PP an der Seite oder sowas. Das tut mir auch absolut nicht weh. Geht eben darum, dass ich mir irgendwann doch, ja, ich werde mich bald von meiner Handyhülle, von meiner ganz tollen Handyhülle trennen. Ja, weil ich ja öfter schon angefragt werde, also das ist auch immer so, also gestern auch wieder, wir waren gestern noch essen und, nee, vorgestern war ich bei meiner Schwiegeroma und gestern waren wir noch essen in the Hood bei mir ums Eck und da wurde ich natürlich auch wieder gefragt, oh, hier, wie kommst du denn dazu, zu der lilanen Hülle? Sag ich auch immer, ich bin männlich genug, um so eine Hülle zu haben. Ganz wichtig, gute Information. Jetzt wollen wir es natürlich auch sehen. Und, ganz klare Sache, wisst ihr selber alle, jetzt muss es natürlich um das dunkle Lager gehen. Das kriegst du aus den dunklen Bohrern nicht raus. Ganz klare Nummer. Na, erstmal halt die CB-Truppen hier platt gemacht, klar. So, jetzt wird's interessant. Wir haben halt wirklich viel Fläche. Wir haben viel Fläche und du kannst von Glück reden, dass du deine Helden schon auf 7 und 8 hattest. Dass die halt wirklich sowas gemanagt haben. Und jetzt, ihr werdet es sehen, die Queen ist es wieder, die regelt. Ich wette mit euch. Ah, okay, die anderen, die Bogies sind schon ein bisschen schneller als sie. Aber ich glaube, die Queen kommt auch gleich zur Hilfe und sagt, ah, nee, okay. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt ohne Witz, ich hätte jetzt gleich gedacht, ach komm, hier, ja, jetzt kommt die Queen. Oh, wer hat's gesagt? Ist klar, Queen macht wieder den Renner, logisch. Nee, also das ist echt so extremst geil. Das ist wirklich, die Queen ist es einfach wert. Und wenn ich da noch dran denke, dass ich eine ganze Weile lang nicht mal die Queen hatte, dass ich die halt weggescrollt, dass ich halt wirklich da gesessen habe und mir gesagt habe, ach naja, die Queen brauchst du ja nicht. Mich hat dann eben auch ein Abonnent drauf angesprochen, ja, fängst du mal bitte mit deiner Queen an? Und ich dachte mir, boah, wenn er das sagt, könntest du ja mal bringen, wa? Und mittlerweile sage ich halt wirklich, Queen ist mega. Sie kostet viel, aber sie ist wirklich mehr als nur einfach kriegsentscheidend. So, ohne King leider nur 2 Sterne. Ich muss mir jetzt nochmal kurz geben, was wir hier truppentechnisch drin haben. Das waren dann in dem Fall 2 Golems, richtig? Ja, 2 Golems, 2 Packers. Relativ viele Max. Auf 5 schon. Da kannst du schon was reißen, zumal die Base selber und ja, unterlevelt auf jeden Fall ist. Also die ist Stand, also minenwerfermäßig halt 8, aber auch hier kanonenmäßig 8. Aber wenn man sich die Magiertürme zum Beispiel anguckt, das ist ja 7. Also von daher ist die wirklich stark unterlevelt. Und jetzt natürlich zu sagen, gut, okay, ich weiß genau, was ich möchte und das zeigen wir jetzt hier. Da kann man dann auch gerne mal eine Go-Wipe auspacken.
Schön den Rage gedroppt. Auf jeden Fall. Pekka hätte ich eventuell... Ganz ehrlich, ich hätte eventuell hier noch geklärt. Wäre mir bei den Packers ein bisschen unsicher gewesen, aber hat ja geklappt. Hier, wie gesagt, das ist eine Nullnummer. Also ihr braucht nicht probieren, irgendwie Helden zu vergiften. Braucht ihr nicht machen. Es bringt gar nichts. Es bringt null. Rage war gut. Geragte Packers läuft auf jeden Fall. Da ein paar Hits und zack sind die Mauern kaputt. Das ist richtig übel Damage. Richtig übel. Hier, guckt mal. Das ist eine 8er Mauer. Die geht durch wie Butter. Richtig cooles Ding. Hier oben ist für uns uninteressant. Dann eher hier unten. Und hier oben natürlich. Ja, genau. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Die Queen. Wie gesagt, warum habe ich eine Queen als Figur? Also ich habe nicht einen Barbarenkönig als Figur, weil die Queen halt alles regelt. Aber wie gesagt, auch mit einem Barbarenkönig kann man natürlich richtig gut am Start sein. Und wenn das jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gewesen wäre, die Queen ist nämlich noch nicht geraged, wäre das noch in die Richtung gegangen. Aber klar, Rathaus hat natürlich Health Points ohne Ende. Und da, oh, schade, hat sie da dann doch, ja. Aber sehr nice, sehr nice. Richtig fetter Loot. Richtig fetter Loot. Und ich bin schon wieder voll. Oh. Ich muss dieses Video mehrfach schneiden. Es tut mir leid. Also, wenn ihr dann auch irgendwo... So geil. So geil. Echt. Ich weiß, ich muss das dann nochmal aufnehmen irgendwie, dass ich sehe, in welcher Zeit ich wie viel Loot gemacht habe. Aber das ist doch echt episch, oder? Also, das ist doch echt mal so richtig schön directly in der Face. So, ja, solange natürlich das Rathaus da noch steht, gehen natürlich dann auch einige Bogies dann gleich darauf. Aber apropos Bogies, ich will natürlich auch hier... Ich probiere mal ein Rage. Egal, ich probiere mal nochmal ein Rage. Egal, weil die halt wirklich im Rage schon gut abgehen. So. Könnte auch ein kompletter Fehler gewesen sein, bloß mir geht es wirklich um das Gold. Ich will das Gold haben. Das Alex ist mir wirklich, ihr seht selber, ich kann fast gar nichts mehr damit anfangen. Klar, ich kann die Troops noch upgraden, aber in der Zeit muss ich ja wiederum so viel Gold verballern. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe nicht mehr viel, was ich mit Alex machen kann. Jetzt schon nicht mehr, klar. Ich muss das erstmal alles im Labor upgraden und so weiter und so fort. Logisch. Aber sind wir mal ehrlich. Kasernen, die baue ich jetzt. Danach kommt die nur noch auf Maxed. So, dunkle Kaserne habe ich noch Arbeit. Klar, logisch. Aber so viel ist es nicht mehr. Und von daher... Und dann werde ich auf jeden Fall noch am Ende, kurz vor dem Ablauf von der Zeit mit dem Boost... werde ich dann wirklich die Strategie nutzen, die Lichtle gesagt hat. Kurz vorher die den Schub. Nee, obwohl, wenn ich den Schub aufhöre und dann die Bauarbeiten starte, dann ist der Schub ja trotzdem weg. Dann wäre es jetzt clever, theoretisch jetzt zu machen, weil man halt... Nein, nee, die Verbesserungszeit würde 5 Tage betragen. Das würde keinen Sinn machen. Egal, dann habe ich da jetzt ein bisschen... Egal. So. Nice in der Aufnahme, genau. Ja, ich bin da. ja. Aber bitte hier nicht schreiben. So, wie gesagt, ganz wichtig. Wie gesagt, ich werde auch nicht... eine Base, wie gesagt, weil wenn man hier sieht, oh ja, hier, der Guzo hat es ja gelesen, bin raus, so, zack.
Weil, wie gesagt, das sieht sonst einfach komisch aus. Klar, der Log war jetzt komplett leer. Also, wie gesagt, hallo nochmal an euch, die ihr jetzt gerade mit mir kurz geschrieben habt. Klar ist das ein Schlag ins Gesicht, sage ich mal, wenn man sieht, oh ja, jetzt hat man mal die Chance mit dem Guzua. Aber dafür gibt es dann wieder mal irgendwann Guzua-Meeting. Kein Thema. Fakt ist halt wirklich, in dem bitte nicht weiter rumschreiben. Ganz wichtige Sache, weil sonst ist das alles für den Hintern, ganz klar. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß, denn ich hatte Spaß und wir hatten richtig, richtig fette Raids. Mega geil, mega geil. Ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch und dann ist ja auch bald Gamescom. Also ich bin leider noch nicht dabei, aber schreibt ihr dann auch mal rein, wie das gewesen ist und so weiter und so fort. Ihr haut rein. Ciao, ciao.